So, dies hier ist Oberhausen Hauptbahnhof. Und es fährt jetzt ein der Akkutriebwagen, der uns nach Meiderich Süd bringen wird. Es handelt sich um den 515 591 6. So, wir fahren jetzt von Oberhausen Hauptbahnhof nach Duisburg-Meidrich Süd. Habe ich denn nur so eine Schrottakkus dabei?
So, das waren die Brücken beim Haltepunkt Duisburg-Meidrich-Ost. Man sollte hier die Stadtbahnbaustelle sein, das wäre allerdings neu. Nein, ist sie auch nicht. So, dies ist die jetzt neu eingebaute Weiche, die aus der Strecke Oberhausen-Meidrich Süd wieder eine Strecke macht. Die Strecke galt vorher als Bahnhofsgleis des Bahnhofs Oberhausen. So, und das ist jetzt Meidrich Süd.
Und dieser ETA fährt jetzt in Richtung Mülheim-Stürum. So, hier haben wir jetzt den Akkutriebwagen im Bahnhof Maidrich Süd. Dieser Wagen fährt jetzt wieder nach Oberhausen Hauptbahnhof. Hier im Bahnhof Duisburg-Maidrich Süd jetzt zu sehen der ETA, der aus Oberhausen kommt. So, für einen späteren Videoprint hier jetzt nochmal der ETA im Bahnhof Maidrich Süd. Hier jetzt die Einfahrt des ETA aus Richtung Mülheim-Stürum. Und der fährt weiter nach Ruhrort. Von Duisburg-Maidrich Süd nach Duisburg-Ruhrort. Thank you.
so gerade durch. Hier die Schleifen, die führt zum Ruhr-Otterhafen. Ja, die elektrisierte Schleife. Ja. Von Meinrich aus, also wenn es hier runter alles eingestellt wird. Nein, dieses Stück bleibt erhalten. So. Es folgt die Fahrt von Ruhrort nach Mülheim-Störung über Meidrich Süd. Man beachte, die Strecke wird im Bilde stillgelegt.
Dies ist jetzt Duisburg-Meldrich Süd. In der Höhe des Bahnsteigs soll der Durchbruch erfolgen. Das war jetzt der Haltepunkt Duisburg-Martinsee. Duisburg-Dümpen. Ja, genau. Ja, klar. Gut, dass hier stillgelegt wird. Ja, schön. Tschüss. Ja. Man möge sich freuen, dass ich nicht zu den militanten Fans zähle, sonst hätte ihm jetzt die Zunge abgeschnitten. Naja.
sehr nett, der Lokführer, weißt du das? Und ab. Also hier in Mülheim-Stürum zu sehen, eine Lok von Eisenbahn und Häfen. Genau gesagt die Nummer 524 mit einem Torpedowagen sowie zwei Brückenschutzwagen. Hier jetzt in Mülheim-Stürum ein einfahrender ETA. Der jetzt den Plandienst auf der Strecke nach Duisburg Süd übernehmen wird. Hier jetzt eben zu sehen zwei Formen des Nahverkehrs, einmal S-Bahn und einmal etwas veralteter ETA, eben Bahnhof Mülheim-Stürum. Der kommt da gewonnen, ne? Gewissermaßen. Schade, wenn man das ja, mehr um die Fahrzeuge. Ja, oder Techniker manchmal. Obwohl, neuerdings war von AEG, also Mercedes-Benz auf Deutsch gesagt zu hören, dass man sich dafür Akkutriebwagen interessiert. Echt? Ja. Toll. Müssen wir ja fast den Kalender anschreiben. Morgen ist jetzt überall egal, der ist gerade 26 erstmal.
dritte Abzweiger entscheiden noch. Und meins wird abgebaut alles. Und das Stückchen auf alle Fälle, das ist alles bevor, aber die U-Bahn da gebaut wird und so. Weil lassen das Stückchen erstmal liegen. Ja. ETA-Treffen in Duisburg-Meiderich und gleichzeitige Abfahrt zweier Züge. Yeah.
nicht ganz brauchbar. So, das war's.